Hallo und willkommen. Ich bin der Snacktester und heute teste ich für euch die Cherry Cola Style Cookies. Und zwar habe ich die im Netto bekommen. Das war so eine Angebotsaktion. Ich mag Cherry Cola. Ich mag Cookies, wie ihr ja klar in meinem Avatar sehen könnt. Ich packe die mal für euch aus. Knuspriges Möbelgebäck mit 24% Zartbitterschokolade und Kirsch-Cola-Geschmack. Und beim Öffnen kam mir schon so ein Schwall entgegen von dem Aroma. Und das ist total verwirrend. Das riecht wirklich wie Cherry Coke. Und dann noch irgendwie der Keks dazu. Ich probiere mal für euch. 2, 4, 6, 8 Stück sind drin. Ja, wenn ich euch sowas hier einblende, sage ich ja normalerweise und während ich weiter probiere, aber wir können es hier einfach abkürzen. Bah. Ich habe jetzt ein paar Bissen genommen und von der Zartbitter merke ich nicht so viel. Wenn man reinbeißt, denkt man erst so, ach ja, Kirsch-Cola, passt. Und dann stellt sich so ein ganz komischer Geschmack ein. Der bleibt dann auch die ganze Zeit da und man will eigentlich nur, dass der weggeht. Also irgendwie eine komplette Fehlnote und das harmoniert überhaupt nicht, was hier geschmacklich irgendwie zusammengerührt wurde. Das einzig Positive, was man sagen kann, der hat einen schönen Knack, aber es ist ja auch kein Soft-Cookie. Aber ansonsten ist das leider nichts. Es tut mir leid, kleiner Keksfreund, aber ich gebe hier eine 5. Was ist das denn? Das habe ich jetzt erst gesehen. Hier, der geilste Serviervorschlag, den ich je gesehen habe. Aber, tada, habe ich für euch nachgebaut. Spektakulär, oder? Ich habe keine Kosten und Mühen gescheut. Also wenn das kein Daumen hoch wert ist, dann weiß ich auch nicht. Abonniert gern meinen Kanal, dann verpasst ihr nichts mehr. Und hier könnt ihr euch noch ein Video anschauen. Ich sage danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.